an alle Flieger. Wir haben einen Waldbrand nördlich des Pinecone-Kamms. Los, Jungs! Ab in die Luft! Da kommt die Nummer 7, Dusty Crophopper. Ich melde mich am Telefon immer schon mit Brent Mustenberger. Ist mir schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ist aber, glaube ich, auch kein Wunder. Dusty, Sie waren zuerst nur Sprühflieger auf dem Land, dann der Überraschungssieger der Wings Around the Globe Rally und sind jetzt eine Flugrennsportlegende. Diesmal geht es nicht um ein Rennen, weil Dusty Crophopper hat einen Getriebeschaden. Deswegen wird er jetzt umgeschult zum Löschflugzeug. Bei der Pistenpeak-Feuerwache fragst du danach Blade Ranger. Blade Ranger. Genau. Er ist der Anführer der Flugstaffel. Er ist sehr erfahren. Windlifter, du übernimmst mit Dipper das Coil Springs-Gebiet. Der Frischling und ich kümmern uns um den Whitewall-Bereich. Er hat auch Sympathie für diesen Dusty Crophopper. Aber der Junge muss noch viel lernen. Wenn Sie trocken sind, können Sie gleich abzischen. Zurück zu den anderen Touristen in die Lodge. Ich bin kein Tourist. Man muss sich schon so ein bisschen darauf einlassen. Was ist das für eine Rolle? Wie spreche ich den denn? Wie betone ich denn? Also das muss man auch schon ein bisschen üben. Das ist alles gar nicht so einfach. Aber es macht einen Riesenspaß. Wir haben es uns dann nachher mal angeguckt. Und da merkt man dann im Zusammenhang, ach, das funktioniert gut. Das ist genauso, wie ich mir irgendwie den Charakter gedacht habe. Verstanden, Boss. Hä? Ich werde nie verstehen, weshalb ihr aus einem perfekt funktionierenden Flugzeug springen wollt. Tun wir nicht. Wir springen ja aus dir. Was ganz bemerkenswert ist, da ist auch eine Menge Action drin. Das war abgefahren. Setzen wir noch mal eins drauf. Was mir gefallen hat, waren die vielen unterschiedlichen Charaktere. Die haben auch einen Witz, die auch uns Erwachsene erfreuen. Das habe ich doch gesagt. Ja? Was? Hä? Ich glaube, dass ganze Familien daran Spaß haben werden. Gleich wird's heftig. Volltreffer! Ab 14. August im Kino.